Hallo und willkommen zu einem neuen Canopy Growth Update. Es ist nicht so viel passiert, allerdings ist der Preis weiter am Fallen, ja, und wird wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr diese größere B-Welle machen. Das heißt, ich werde jetzt mal diesen Widerstandsbereich rausnehmen. Wie in den letzten Videos erläutert, die weiße Struktur ist nach wie vor präferiert. Da geht es eben noch weiter nach unten in Form einer Diagonalbewegung, vermute ich, ja, soweit ich das hier erkennen kann. Bei einer Diagonale ist es natürlich so, dass die Mikrostrukturen sich auch gerne mal verändern. Haben wir überlegt, okay, da er hier so eine Art Double Bottom hätte ausbauen können, vielleicht noch eine größere B, bevor es nach unten geht. Das machen die manchmal ganz gerne. Das hat er jetzt nicht geschafft. Das zeigt wieder die Schwäche. Und deswegen gehe ich davon aus, wir sind schon in der C-Welle nach unten in der 3. Es gibt jetzt noch ein paar Level, die brechen müssen, um das eben zu bestätigen. Und die gelbe Struktur, die bullish ist, ist nach wie vor möglich, aber ich hatte es ja die ganze Zeit erläutert. Ich brauche dafür ein 1-2-Setup nach oben, eines, welches groß genug ist, um über den anfänglichen Widerstand zu brechen. Und das ist bisher noch nicht passiert. Allerdings kommen wir eben jetzt an das nächste Fibonacci-Unterstützungsniveau. Wir sind jetzt schon beim 88,7er Retracement. Das 88,7er Retracement ist normalerweise zu tief für eine Welle 2. Das ist so nicht ganz richtig. Eine Welle 2 kann theoretisch 99,999% der Welle 1 zurücklaufen. Also ja, retracen quasi, ja, ein Pullback, Rücksetzer. Könnte quasi eine Doppelbodenstruktur ausbauen. Das ist möglich, aber wenn das so ist in der Praxis, ist es in der Regel kein 1-2-Setup mehr. Das ist dann eigentlich zu tief für eine Welle 2. Ich sehe nur ganz wenige Welle 2-Strukturen, die dann, also möglicherweise Welle 2-Strukturen, die dann in der dritten Welle nach oben laufen und die vielleicht einen doppelten Boden ausgebaut haben mit dem Beginn der Welle 1 und dann tatsächlich wirklich durchziehen nach oben, sehe ich sehr selten, weil es zeugt eben von Schwäche. Deswegen kann ich nach wie vor nur sagen, schaut mal, wir bauen nach wie vor tiefere Tiefpunkte, tiefere Hochpunkte aus. Ja, wir erreichen jetzt gerade die nächste Unterstützung. Vielleicht kriegt er dann hier nochmal so eine Reaktion nach oben. Müssen wir halt schauen, wenn sich ein lokales Setup da bildet, dann haben wir auch, wie gesagt, ein lokales Setup, was wir dann auch nutzen können als, sage ich mal, lokales 1-2-Setup nach oben. Was bedeutet das? Das heißt, wenn ich ein 1-2-Setup habe, dann habe ich 5 Wellen nach oben. 1, 2, 3, 4, 5. Das dann als Welle 1 genannt. Wenn wir 5 Wellen sehen, die im Idealfall klar sind und sie sind nicht immer klar, dann kann ich auch dann erwarten, dass der nächste Rücksetzer korrektiv ist. Das nenne ich dann die Welle 2 eines größeren fünfteiligen Zyklus. Und das heißt, er sollte dann eine 3, 4, 5 so fertig machen. Aber das ist dann eben der nächste Einstiegsbereich. Vorteil auf ein 1-2-Setup zu warten ist halt, man hat schon eine Bestätigung, der Trend wechselt. Und der Pullback ist dann eben ein möglicher Rücksetzer, der ein höheres Tief zum Einstieg nutzt mit einem engen Stop. Und das sind eben so die besten Setups, die es gibt, ja. Jetzt kann man auch sagen, aber das ist doch auch ein mögliches 1-2-Setup hier. Ja, kann man ja auch nutzen. Muss halt nur irgendwo einen Stop setzen. Der könnte sitzen unter der Invalidierung beim Märztief. Man muss es nur dann so berechnen, dass die Positionsgröße so klein ist, dass einem das nichts ausmacht, wenn man ausgestoppt wird. Ich meine, das nervt immer. Es ist immer ein kleiner Verlust, aber es darf halt kein großer Verlust sein. Ja, deswegen ist dann, wenn wir so weit weg sind, kann es sinnvoll sein, vielleicht schon klein rein zu skalieren, wenn man das will. Aber wie gesagt, ich bevorzuge das weiße Szenario, bis der Markt mir einen Beweis liefert, dass ein Boden drin ist. Das ist vor allem so, weil, einfach einmal aufgrund des übergeordneten Chartbildes, aber vor allem auch, weil er hatte ja schon zwei Möglichkeiten, diese Korrektur zu beenden. In keinem haben wir ein zuverlässiges 1-2-Setup nach oben gesehen. Und deswegen, wenn ein Markt die Chance hatte und sie beide Male nicht genutzt hat, dann bin ich nochmal, sage ich mal, skeptischer. Ja? Das heißt, wenn er jetzt nach unten läuft in der C-Welle, ups, dann sollten wir einen Bruch unter das Märztief sehen, aber 3,33 kann durchaus lokal nochmal etwas Unterstützung bieten. Da gibt es jetzt auch keinen zuverlässigen Micro-Count mehr hier, den man jetzt hier irgendwo, ja, das ist jetzt, das ist schwierig, was das ist. Da gibt es einfach keine zuverlässigen Elliott-Wellen-Strukturen jetzt mehr. Also das sieht mir schon aus wie ein Fünfteiler hier nach unten. Das kann aber, wie gesagt, die weiße Welle A sein, dann eine B. Wir laufen jetzt vielleicht irgendwie in der C, aber auch die C an sich kann wieder eine Diagonale sein. Das macht dann wenig Sinn, da jetzt versuchen Micro-Counting hier anzuwenden, ohne dass wir irgendwelche Beweise jetzt für irgendwelche Strukturen sehen, die dann auch klar wären. Aber ich kann euch einen Widerstand geben, der erste Widerstand, der überwunden werden müsste. Das heißt, ich brauche 5 Wellen über diesen Widerstand, um überhaupt mal jetzt anzunehmen, dass ein Boden drin ist.
Der liegt zwischen 4,22 und 5,22. Warum der Widerstand? Weil ein Bruch über 5,22 die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir auch dieses Hoch rausnehmen, ja. Vor allem, wenn es ein nachhaltiger Bruch über dieses Hoch, über dieses, ja, diesen Widerstand ist, könnte halt ja theoretisch ein One-Two sein wieder. Ja. Deswegen ist das der Standardwiderstand, den ich da anwenden würde. So viel zu Canopy Growth. Leider nicht viel Neues. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, bitte ein Like da lassen, Abo und einen Kommentar. Und habt einen schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao.